Ein Hallo, liebe Autofans. An jene, die nach wie vor auf einen Benzin- oder Dieselantrieb schwören, aber ein besonderes Hallo an die, die schon auf ein E-Mobil spitzen und sich eines zulegen wollen. Ich finde alles schon ein wenig fad und von gestern, aber wer kennt nicht die Diskussionen bei den Elektroautos, wenn es um die Reichweite und Batterieleitzeiten geht? Mit dem Kia EV6 ist das alles kein Thema mehr. Mit ihm sind wir vom GIP heute unterwegs zu einem ebenbürtigen Partner und dessen Geburtshaus. Dieses befindet sich im Tal bei Graz. Jahrzehntelang galt er als der stärkste Mann unserer Zeitrechnung, Arnold Schwarzenegger. Die steirische Eiche lebt heute in Kalifornien, war dort auch Gouverneur, wurde als Terminator zu einem Megastar der Filmindustrie Hollywoods und ist heute, ja, ein Klimaaktivist. Beim Stehenbleiben an den Ampeln auf der Fahrt nach Dahl spüren wir es. Unser Kia EV6 fällt auf, interessiert die Leute offensichtlich. Unser Ziel ist ein sogenannter Hypercharger bei der Ladestation vor Arnis Geburtshaus, das heute sein Museum ist. Dort werden wir den EV6 im Eiltempo mit dem nötigen Saft, sprich Strom, aufladen. Nun haben wir unser Ziel erreicht. In nur knapp 20 Minuten, also einer längeren Kaffeepause, wird die Batterie des EV6 beim Hypercharger von Strong Arnis so viel Strom aufnehmen, dass sie wieder zu 80% geladen ist. Es ist soweit. Die Reichweite mit unserem EV6 beträgt wieder echte 370 Kilometer und damit sind wir schon wieder on the road. Bei 100% sind es sogar bis zu 500 Kilometer. Die Hypercharger, so wie der bei Strong Arnie, und von ihnen gibt es immer mehr, sind maßgeschneidert für den Kia EV6. Um mit Big Arnold zu sprechen, hasta la vista, baby.